Nach nur 35 Sekunden ist bei der Partie Feyenoord Rotterdam gegen VVV Venlo das Flutlicht ausgefallen. Schiedsrichter Beas Nyhus brach das Spiel deshalb nach einer halben Stunde mit erfolglosen Reparaturversuchen ab. Es ist ein Abendspiel, Sie sehen, wie schnell es dunkel wird. Das Problem wurde nicht gelöst, sagte der Referee danach Fox Sports. Zwischenzeitlich hatten die Fans versucht, mit ihren Handy-Taschenlampen das notwendige Licht zu erzeugen. Nachholtermin für Feyenoord gegen Venlo noch unklar. Es tut uns sehr leid, das ist der größte Albtraum für mich, entschuldigte sich Stadiondirektor Jan van Merwijk bei allen Zuschauern. Man hätte das Problem erkannt, es aber nicht lösen können. Punkt. Am Montag will sich dann der niederländische Verband mit den beiden Clubs zusammensetzen, um einen neuen Termin für das Spiel zu finden.